Hallöchen, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. So, wir sind im Sumpf. Das ist schon mal blöd. Und wir haben nur die Elfte. Wir haben nur die Elfte. Nein, wir hören gerade die Neunte. Nee, auch nicht. Egal. Wir haben nur die Hälfte unserer Lebensenergie und fressen jetzt nochmal so eine Fleischkeule. Und das ist so intensiv für den Rechner, das zu zeigen, dass wir da... Tatsächlich. Dieser Obelisk scheint uralt zu sein. Leider kann ich diese Runen nicht lesen. Dass es tatsächlich ruckelt. So. In solche Obelisken wie hier sollen wir dann diese. Wie heißen sie? Sephira. Ne, so heißen die aber eigentlich. Egal. Die sollen wir da reinmachen, die wir dafür Kalkstein suchen müssen. Und da? Nö. Ich gebe dir nichts zu essen. Da war doch gerade ein Ort der Macht. Wo sind der hin? Naja, hier ist Schöllkraut, da hinten sind ganz komische Figuren. Wenn im Sumpf was kommt, kann man immer direkt mal das Hexerschwert ziehen. Waren das jetzt echt die Dinger da hinten? Tatsächlich, guck mal. Hier steckt das Schwert schon wieder weg, soweit sind die da weg. Ich glaube, gegen die brauchen wir den starken, oder? Die sehen mal so aus, als bräuchte ich hier irgendwie den starken Kampfstil. Okay, der war ja... explodiert der da. Kotzbäh. Okay, wir haben also... 3 und brauchen noch 7... von diesen Teilen. Guck mal, kann man die Quest irgendwie aktivieren, dass vielleicht da hingeführt wird? Was? Ach so. Nee, Moment. Das. Nee. Es ist Zeit, zu Raimonds Haus zu gehen. Warum das auch jetzt auf einmal? Boxfleisch, mysteriöser Turm. Hier, genau. Da. Aha. Also, scheinbar sollen wir jetzt an diesen... Okay, wahrscheinlich habt ihr mich gerade nicht verstanden, weil hier das so laut war. Alter, wie viele LKWs wollen jetzt mal an meinem Haus vorbeifahren? Was sollen wir denn jetzt hier machen? Ne, ich will mich nicht in Kalksteins Labor teleportieren, das ist mir viel zu gefährlich. Ja, hier werde ich hingeführt, aber hier kann ich noch gar nichts machen. Weil ich kann hier noch gar nichts reinstecken. Dann wisst ihr was, dann gehen wir jetzt zuallererst mal zu diesem Dorf. Dann latschen wir da jetzt mal hin. Bin ich da jetzt richtig? Oder? Ja. Da bin ich richtig. Latschen wir da jetzt hin. Zu diesem geil, mega, super, awesome, freaky Dorf. Und schauen mal, was die Bewohner des Sumpfes uns da so erzählen können. Jetzt haben wir hier immer noch Überreste aus von irgendwelchen Viechern, die ich da gekillt habe und nicht eingesammelt habe. Und ich mach die Quest gerade nochmal weg, du. Es nervt jetzt, dass der Pfeil da hinten hinführt. So, Quest nicht mehr verfolgen. Bitch. Gut. Und dann sprechen wir mal mit den Dorfbewohnern. Die werden ja uns zumindest mal helfen können, denke ich. Mit diesen... Wie heißen sie schon wieder? Sephiroth, ne? Hm, was ist denn jetzt los? Jetzt ruckelt das schon wieder. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wo die alle waren und wie man da drankommt. Das ist mir leider alles entfallen. Wir haben die Raben hier an den Überresten rumgeknabbert, wie es scheint. So, jawohl, hier sind wir richtig. Diese morastigen Löcher müssen Lehmgruben sein. Okay, aber da wollen wir nicht hin zu den Lehmgruben, sondern wir wollen ins Dorf. Und das müsste hier hinten gewesen sein. Ja, hier ist ein Feuer, da sitzen Leute. Wir sind im Dorf. Und dann sprechen wir doch ganz einfach mal mit denen, wenn das denn gehen würde. Sieht ja ein Dorf von Ziegelbrennern aus. Jawohl. Genau danach sieht es für mich auch aus. Mit der alten Dame, die da stand, können wir auf jeden Fall sprechen. Das andere sind alles normal Ziegelbrenner, okay, mit denen können wir nicht reden. Der Kleine da ist langweilig. So, da reden wir mit Vaska. Ein Reisender aus fernen Ländern. Er hat etwas verloren, das er jetzt sucht. Wie darf ich euch nennen? Vaska. Ich bin die Dorfälteste. Sieht man. Geralt. Hexer.
Welchem Broterwerb gehen diese Dörfler nach? Wir bauen Ton ab und stellen Ziegelsteine her. Ich sehe niemanden arbeiten. Schwere Zeiten. Sagt, was machen Hexer? Wir lösen Probleme. Wollt ihr etwas fragen? Erstmal tut's mir leid, wenn ab und zu es mal so laut ist. Ja, das ist der teure, ne? Ach nee. Das können wir hier weg. Ansonsten, dass es ab und zu mal so laut ist, wenn hier so ein LKW an meinem Haus vorbeifährt, weil ich wohne an der Hauptstraße und die rasen hier, obwohl natürlich 50 ist, immer mit 80 durch. Weil ich habe das Fenster komplett offen, aber wenn ich das Fenster nicht komplett offen habe, dann kann ich gar nicht aufnehmen, weil es dann so heiß hier drin ist. Also, ohne Scheiß. Ich verflüssige mich ja gerade. Jawohl, das will ich. Erstmal erkundigen, ob Berengar denn vielleicht hier war. Den suchen wir ja immer noch. Ist ein anderer Hexer namens Berengar hier gewesen? Er hat andere Fragen gestellt. Nach dieser Alchemie. Der Alchemist Kalkstein muss ihn geschickt haben. Dann fanden wir in einer Tongrube seine blutbefleckte Ausrüstung. Oh. Danke, Vaska. Weißhaariger. Dort waren Kampfespuren und sie stammten nicht von Ungeheuern. Er wurde von Menschen angegriffen. Hütet euch vor den Feuersalamandern und Trockenen. Ich brauche euch lebendig. Für was brauchst du uns denn? Aber das ist ja schon mal schlecht, wenn da eine blutbefleckte Rüstung liegt. Gehen wir auch gleich mal gucken, die Tongruben, die waren ja da hinten. Kalkstein hat also scheinbar sehr viel mit Berengar zusammengearbeitet. Was macht ihr hier? Wir fertigen aus Ton Lehmziegel, die wir in Öfen brennen. Ja, okay. Ist das profitabel? Nein, obwohl der Bedarf an Ziegelsteinen in der Stadt wächst, nehmen uns die Träger und Kaufleute einen Großteil unseres Profits. Vielleicht solltet ihr umziehen. Niemals. Wir kennen doch nur das Zieglerhandwerk. Macht, was ihr wollt. Wollt ihr etwas fragen? Ja, sicher doch. Kalkstein, ein Alchemist, behauptet, ihr wisst etwas über den Magier aus dem Turm und den Wächter. Einst lebte ein mächtiger Zauberer im Sumpf. Ein Lehrling war sein einziger Gefährte. Alles wurde schlagartig anders, als eine Frau in sein Leben trat. Der Anfang eines Märchens. Aber ein anderes Ende. Denn sie war eine böse Frau. Er erfüllte ihr alle Wünsche, aber sie machte sich seine Macht zunutze. Wer war sie? Unwichtig. Ich höre zu. Blinde Liebe führte zum Untergang des Magiers. Er rief Kräfte herbei, die er nicht kontrollieren konnte, und starb. Was ist mit dem Wächter? Die Liebste des Magiers konnte wahrsagen. Und der Magier schuf ein Set außergewöhnlicher Tarotkarten. Er illustrierte jede Karte mit einem zukünftigen Ereignis. Und? Golems bewachten die Behausung des Magiers. Alle, die nicht dem Zahn der Zeit zum Opfer fielen, befinden sich auf dem Friedhof, wo sie reglos verharren. Einer davon ist der Wächter? Ja, der mächtigste Golem fungierte als Bewahrer. Die Turmkarte zeigt, wie der Golem wiederbelebt werden kann. Dadurch wiederum würde der Turm sich erneut auftun. Nehmt diese Karte. Ich brauche sie nicht mehr. Okay. Amanum interessant. Ich sollte in der Nähe der Turmkrone nach Bla. Ich muss das mit Kalkstein besprechen. Ja, müssen wir auch. Wollt. Habt ihr hier ein Ungeheuerproblem? Oh ja. Kreaturen haben sich in den Tongruben eingenistet. Wie sehen sie aus? Als wären sie ertrunken und auferstanden. Ertrunkene. Ich kann sie beseitigen. Wir sind arme Leute. Ich kann nicht mehr als 50 Orens zahlen. Das genügt. Wo sind sie? Geht zum Landungssteg.
Aber nehmt an der Gabelung die andere Straße. An deren Ende findet ihr unsere Peiniger. Sind wir mal nett zu der alten Dame? Immerhin hat sie uns auch geholfen, dass wir nach Berengar und nach dem Turm gefragt haben. Hat sie uns ja durchaus weitergeholfen. Also helfen wir auch ihnen für immerhin noch 50 Orans. Da kann man nichts gegen sagen. Aber gegen dieses ständige Geruckel könnte man mal was sagen. Das ist ja immer behindert. So. Das Kind chillt direkt beim Ertrunkenen. Geil. So, einer ist natürlich überhaupt kein Problem. Gut, zwei wären das an für sich auch nicht eigentlich. Weiße Myrte. Ne, nehmen wir mal nicht mit. Ventar sowieso schon voll. So, komm her. Wow, what the fuck? Da kommen jetzt aber mal viele. Und die machen wir natürlich auch nicht alle einzeln platt, sondern im Gruppenkampfstil. Also, komm her. Oh, scheiße. Ui, das ging flott. Oh, da ist noch einer. Also wieder den schnellen Kampfstil reinhauen. Und das war's mit dir, du Mistvieh. Oh, da kommen noch mehr. Alter, echt viel Ertrunken, ne, hier bei den Tongruben. So, da kommen noch mal zwei. Und die mache ich einzeln platt hier. Wir haben's ja. So, war's das jetzt? Jawohl, das war's. Sehr schön. Können wir die Waffe auch wieder wegstecken. Aber diesmal raube ich die auch noch aus. Die haben ja schon einiges dabei an Alchemie-Zeugs. Wow. Also irgendwie ist der PC auch heiß gelaufen. Und dann ruckelt es hier manchmal. Aber ich meine, mein PC ist jetzt nicht der allerbeste, mit dem ich Battlefield 3 kann ich ja nicht aufnehmen zum Beispiel. Aber also The Witcher geht noch. So gut ist der PC dann doch. So, und dann schauen wir hier mal noch bei den Tongruben. Da haben wir Ton. Ich dachte schon, wäre Gold. Irgendwie, ob wir vielleicht Berengars Rüstung noch finden, oder? Weil da stand ja, wir sollen in der Nähe der Tongruben nach Berengar suchen. Also checken wir einfach mal die Tongruben hier ab. Da ist noch so ein Altar, aber auch hier können wir nichts reinlegen. Scheiße. Was haben wir denn hier? Oh, da hat er scheinbar... Ah ja, da sind ein paar Salamandra gestorben. Was? Berengar ist tot? Wieso das jetzt? Haftbefehl. Hä? Wieso ist der jetzt tot? Ja, ich muss mit Kalkstein hier. Ich folgte der Spur aus Salamandra-Leichen und fand den Ort, an dem Berengar sein letztes Gefecht hatte. Wie es scheint, hat er sein Leben teuer verkauft. Wenn ich Wesemir erneut treffe... Aha. Und wie haben wir das jetzt genau rausgefunden? Das hier ist doch nicht Berengar, das sind ja Salamandra. Also der ist definitiv durch Berengar gestorben, steht da. Gut, dann müssen wir hier in den Tongruben jetzt auch nichts mehr nachschauen. Da liegen noch Überreste. Nehmen wir alles mit. So. Öki Döki, das ist der kleine Junge. Jetzt gehen wir wieder zurück ins Dorf und geben Vaska Bescheid. Dann sammeln wir noch die 50 Orans ein und ich glaube danach machen wir uns auch wieder auf, zurück in die Stadt. Denn dann gehen wir mal zu Kalkstein. Und reden mit dem über den Turm erneut. Was waren das eigentlich für Hinweise hier? Hinweise von Kalkstein. Okay. Ah, wo ich die Sephiroth suchen soll. Ach so, ein Tagebucheintrag über die Sephiroth, ja. Und wo finde ich den? Bei Quests ja wohl nicht. Glossar vielleicht. Fistek. Zwerge, Skoyatel, bla. Nö. Tutorials, naja, auch Quatsch. Zutaten, nee, ist ja kein Zutat. Formeln sind es auch nicht. Ungeheuer, Orte. Gasthaus, Kermorhen, Sümpfe, bla. Hä, das kann ja gar nicht sein hier. Ungeheuer. Hm? Wo hat er die denn hinzugefügt?
Tongruben. Ach so. Bleiben noch 7, ja, und im Glossar erfährst du mehr über die Sephiroth. Aha. Wo steht denn hier was von Sephiroth? Ah, Kalkstein. Was auch immer. Moment.